Mein Name ist Emil Löffelholz. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Didaktik, Wirtschaft und Recht der Friedrich-Alexander-Universität, Philosophische Fakultät, Fachbereich Theologie. In diesem Semester habe ich das Seminar Planung, Durchführung, Reflexion ökonomischen Fachunterrichts neu konzipieren dürfen, durchführen und erproben dürfen und habe dieses Semester mehr als in den vergangenen Semestern mit diesem Laptop gearbeitet. Die Pandemie hat uns doch einiges gelehrt und ich wollte für mich einfach das, was ich an Erkenntnissen gewonnen habe in diesen knapp 2 Jahren, nochmal mitnehmen und schauen, was mache ich jetzt nach der Pandemie. Ich bin ein großer Fan von selbstreguliertem Lernen. Ich mag es, Studierenden Verantwortung zu übergeben, weil wir keine Grundschüler vor uns haben, sondern erwachsene Menschen. Und selbstreguliertes Lernen, Flexibilität im individuellen Lernprozess, eigenständig sich etwas die Aufgaben einteilen, etwas machen, wann man gerade möchte und nicht alles so starr einfach durchplanen. Und das war mir sehr wichtig, weil ich selber auch ein sehr großer Fan davon bin, meine Freiräume beim Lernen zu haben. Dadurch entwickle ich mich ja auch weiter. Ich weiß zwar oder ich wusste auch bevor ich das Flipped Classroom-Konzept dann tatsächlich ausprobiert habe, wusste ich, dass das nicht jedem Studierenden gerecht sein kann. Von 25 Studierenden gibt es vielleicht einen, der sagt, ich mag es mehr, wenn jemand dasteht und mir alles erklärt und ich möglichst passiv bin. Solche Studierende gibt es auch oder solche Lerntypen gibt es auch. Aber prinzipiell mehr Flexibilität, mehr Freiheiten, mehr Selbstregulation und mehr Verantwortung auch. Und ich glaube, das kann dazu führen, dass es auch mehr Spaß macht. Ich habe Studon genutzt, ich habe einen Online-Kurs erstellt und innerhalb dieses Kurses hatten wir zum einen ein Forum, einfach, dass die Studierenden nicht nur mich kontaktieren können per E-Mail, sondern auch gegenseitig sich Fragen stellen können. Das Gute war auch, wenn sie mir nur E-Mails schreiben, dann kann es sein, dass mehrere Studierende dieselbe Frage stellen. Wenn es aber inhaltliche Fragen waren, konnten sie es im Forum, konnten sie diese Frage ins Forum posten und ich habe sie dann einmal für alle beantworten können. Gleichzeitig stand ich den Studierenden natürlich auch per E-Mail zur Verfügung, aber das Forum war das, was eigentlich so am meisten genutzt wurde zum Austausch mit Mitstudierenden und mit mir. Dann gab es mit Elias, habe ich Lernmodule erstellt. Dazu gab es Materialien, es gab Videos, es gab Seiten aus Büchern, es gab Internetlinks, es gab PowerPoint-Präsentationen, also ganz unterschiedliche Materialien eigentlich, damit den Studierenden nicht langweilig wird. Denn nur lesen kann ja langweilig und auch kann recht monoton werden. Im Anschluss, um zu schauen, habe ich das überhaupt verstanden, gab es mit dem H5P-Tool habe ich interaktive Übungen erstellt, beziehungsweise das hat die Studierende, also eine studentische Hilfskraft gemacht. Ich habe dann nochmal drüber geschaut und habe nochmal überprüft, hat sie jetzt wirklich das Wichtigste an Fragestellungen drin. Und diese Inhalte, also von den Lernmodulen, die Inhalte mussten sie sich aneignen, damit wir, wenn wir uns dann sehen, bestimmte Fragestellungen in Gruppenarbeit bearbeiten können. Also was ich in der Präsenzphase nicht gemacht habe, ist, die Inhalte nochmal zu erarbeiten. Das wussten die Studierenden auch im Vorfeld, dass wir die Präsenzzeit nicht dafür nutzen werden, nochmal das, was sie gelesen haben, präsentiert zu kriegen. Die ersten 5 Minuten ungefähr, 5 bis 10 Minuten, durften sie Fragen stellen. Fragen, die sie vielleicht nicht im Forum gestellt haben, um nochmal Verständnisfragen zu klären. Und anschließend konnte ich tatsächlich das Verständnis auch überprüfen, indem wir in Gruppenarbeiten verschiedene Fragestellungen zu den Inhalten, die sie erarbeitet haben, in den Gruppenarbeitsphasen gemeinsam bearbeitet haben und das Ganze dann in der nächsten Präsenzphase beispielsweise auch nochmal vorgestellt und diskutiert wurde. Je nachdem, wie wir die Präsenzphase genutzt haben, ob es jetzt Gruppenarbeiten waren oder nicht, war ich eher in der passiveren Rolle und die Studierenden waren in der aktiven Rolle und haben gemeinsam Fragestellungen bearbeitet, Präsentationen erstellt und auch präsentiert. Ich habe zum einen inhaltlich ergänzt, wo nötig. Wenn etwas nicht verstanden wurde, das erklärt. Und ich habe natürlich auch immer wieder konstruktiv Feedback gegeben. Wenn Sie eine Fragestellung bearbeitet haben und präsentiert haben, dann habe ich, wenn es Bedarf gab, nochmal ergänzt und gesagt, das und das war gut und das übrigens. So, genau. In den Selbstlernphasen hatten Sie die Möglichkeit, übers Forum sich auszutauschen oder per E-Mail.
Sie haben aber auch selbstständig, wenn Sie Materialien austauschen wollten, zum Beispiel zu irgendwelchen Fragestellungen, die erarbeitet wurden, dann haben Sie selbstständig innerhalb der Lernmodule bzw. innerhalb des Studienkurses Unterordner erstellen können. Und der Austausch im Seminar fand eigentlich größtenteils im Plenum statt, in Form von Präsentationen oder wenn im Seminar Planung, Durchführung, Reflexion, ökonomischen Fachunterricht tatsächlich eine Stunde durchgeführt wurde, dann wurde etwas simuliert und wir haben das Ganze dann reflektiert. Ich hatte das Gefühl, dadurch, dass wir uns nicht wöchentlich gesehen haben, dass es am Anfang, nicht jeder kennt sich untereinander, und das ist in den ersten Präsenzterminen waren einige noch recht zurückhaltend, das habe ich gemerkt, denn wir haben uns ja nicht jede Woche gesehen, das heißt, nicht jeder hat sich, die haben sich nicht gegenseitig so gut kennenlernen können gleich, wie wenn man sich wöchentlich sieht. Aber das hat sich im Laufe des Semesters dann sehr schnell gelegt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe selber sehr viel dazu gelernt, auch was so die digitale Umsetzung von Ideen angeht. Es ist erschreckend schön, was für Möglichkeiten man tatsächlich alles hat. Ich möchte es auf jeden Fall weiter fortführen und nochmal weiter daran arbeiten und es verbessern. Und ich möchte auf jeden Fall, was ich nicht möchte, ist komplett in die Präsenzlehre zurück. Denn die Präsenzzeit habe ich auf jeden Fall durch das Flipped Classroom-Konzept besser nutzen können als davor. Davor war es einfach Sachen wiedergeben und jetzt hatten wir tatsächlich die Zeit, die wir haben, genutzt, um detaillierte Fragen zu klären und das Ganze nochmal zu vertiefen. Ich darf nur den Aufwand zu Beginn nicht unterschätzen.